Hallihallo, ihr seht MoFun VR. Ich bin nicht Mo Tensen. Ich bin Mike, hallo, der Mike. Und ich habe hier Verstärkung vom Evangelion und von Affenpresser. Und wir Hallo. spielen VR Cards. Und ja, geht schon los. Wir spielen online. Es kann durchaus sein, dass noch zwischendurch ein paar Random-Spieler mit dazukommen. Und Leute, wie findet ihr es? Bis jetzt die zwei Runden waren lustig, nur die dritte ist halt so lala. Die beiden sind ziemlich schlecht. Und ey, was? Nee. Hey Mo, ach, du bist ja gar nicht da. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, wo ist Mo? Keine Sorge, er lebt noch. Es ist einfach nur, ja, wie ja, soll man sagen? Er lebt noch. Er ist halt eine arme Sau. Ja, das Spiel ist einfach mega teuer und er will immer noch einen Sale abwarten. Ja, und, aber zu Recht so teuer, weil das ist so geil. Richtig, und ja, gut, ich glaube, er arbeitet ja eh nur auf 450 Euro Basis als Minijob, als Art Director. Der braucht kein Geld. Und der will eh abnehmen. Egal. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, ganz, ganz wichtig, auch für den Mo, dass der irgendwann mal Geld verdient. Bitte abonnieren, Daumen nach oben und glücklich sein. Dankeschön. Genau. Und wenn ihr Developer seid und gerade zuschaut, schickt ihm doch einen Key. Er ist so traurig. Oh ja, bitte. Aber er macht eure Spiele meistens eh schlecht. Von daher. Es sei denn, sie sind gut. Es sei denn, sie sind ja, gut. Ja, ja. Aber von denen, die er geschenkt bekommen hat, waren die meistens schlecht. So, ganz kurz nochmal. Warte mal, wir haben ja auch eine Sache vergessen. Wir wollen ja auch beim Original bleiben. Ja, genau wie möglich. Grafikanalyse. Okay, Google. Setz den Timer auf 40 Minuten. Alles klar, 40 Minuten. Und es geht los. Sehr gut. Bevor wir hier die Zeit vergessen. Und wie gehabt, kurze Grafikanalyse. Ich würde mal die Grafik beschreiben als ja Hardcore Comic Style. Alles aber niedlich gemacht, definitiv. Es ist alles so low poly, gell? Alles low poly gerade. Ey, wer hat mich denn jetzt hier getroffen? Und ich hab dich getroffen. Hey, Scheiße! Meiner! Und ich bin quer gefahren. Oh, nee, und ich sehe nichts mehr. Hey, was ist denn jetzt ja, okay, es jittert nichts. Also ganz wenig. Da hinten sehe ich was ganz wenig jittern. Ja, also zusammengefasst, es ist relativ einfache Grafik, aber dafür haben sie sich Mühe gegeben, dass es auf jeden Fall klar ist. Ist schon nett anzugucken. Kann man nicht meckern. Sagen wir mal so. Die Texturen sind relativ hoch, aber das Anti-Aliasing ist halt niedrig, ja? Ja. Ey, bin ich Erster? Yes! Oder? Ja, nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich schalte mal den Boost ein. Und ja, eigentlich so an sich macht das wirklich Fun. Es ist eigentlich eine 1:1 Mario Kart Abklatsch. Und jetzt hole ich mir mal ganz kurz den Affen und heiz an dem hier vorbei. Leg mich schön in die Kurve. Zack, zack, zack. Dann kriegt er eins noch auf die Fresse. Hey, wer hat die Scheiße geändert? Ich hatte ihn gerade, ich war im Speed. Eva, bist du eigentlich nur dazu da, um mich zu sabotieren und den Mike gewinnen zu lassen? Das war der Trick, oder? Man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt mal zwei Proberunden gefahren und ich habe die beiden auch fast überrundet. Von daher. Naja, gut, du hast dich ja auch 3 Stunden im Internet mit den Cheats beschäftigt. Genau, jetzt will ich zum Beispiel über eine Mine fahren. Das heißt, man sieht hier vorne auch im Cockpit sozusagen immer dementsprechend, dass da der Motor defekt ist. Dann fährt man sehr, sehr langsam. Man kommt auch relativ langsam auch nur aus dem Knick. Man kann es ein bisschen beschleunigen, indem man diese blauen Kreise hier einsammelt. Und dann hat man diesen blauen, diese blaue Anzeige und kann dementsprechend noch ein bisschen Boost geben. Den nutzt man in der Regel, aber im besten Fall so. Und oh, ich war schon im Ziel. Ja. Nein! Oh, ich wollte dich gerade abballern. Ja.
Ach, was ist denn da los, Eva? Ah. Wobei, ich finde ja immer, diese Reifen, die sind schon cool gemacht, so von der, da wundere ich mich, dass also, da so viele Details drin stecken in den Reifen, dass man da wirklich diese kleinen Steinchen auch drin sieht und Rillen und sowas. Und der Rest ist relativ, oder was heißt relativ, sehr, sehr einfach gehalten. Wir haben hier auch einen Spiegel, alles schicki, also sprich, wir können auch die Hintermänner im Auge behalten. Schöne und große Spiegel, ja. Sieht halt die Infos auch und dementsprechend, auf welchem Platz man ist im Display und Geschwindigkeit, welche Waffen man gerade hat. Was gibt es alles für Waffen? So Nagelbretter, war Minen. Es gibt Raketen, die dazu wird dann die Taste gehalten und man kann mit dem Kopf sozusagen den Gegner anvisieren. Die sind dann zielsuchend. Wir haben noch ganz, ganz fies, ist auch umgekehrte Lenkung. Also das ist richtig mies. Weil man das eigentlich erst merkt, wenn es dann zu spät ist. Also sprich, wenn man lenken möchte, man lenkt nach links und fährt aber nach rechts. Das ist richtig übel. Und ganz, ganz lustig ist auch noch der Bienenkorb, den man dem Gegner auf den Kopf werfen kann. Und man sieht dann sozusagen nur durch so ein kleines Loch. Also man kann dann kaum noch was sehen. Mal gucken, vielleicht kriegt den heute noch hier einen. Aber selbst wenn man Gas gibt, ist so eine kleine Fußanimation und so. Ja, und ja, das ist ganz cool. Ist Licht. Aber, bist du durch? Ich glaube schon, ja. Weil wenn du jetzt so der Good Cop warst, dann bin ich nur der... Also natürlich ist dann Mario Kart schon ein deutlicher Unterschied, aber auch. Ja, wenn man halt sagt, die Maps sind zum Beispiel lebendiger und so. Und die, vielleicht auch die Charakter natürlich lustiger und naja. Aber trotzdem ist VR einfach so unfassbar geil. Das Geile ist halt wirklich, dass man nach hinten gucken kann und gucken, wann der Affe kommt und dann macht man einfach zack. Ah, und ich hau dir den. Oh, und ich habe jetzt den Bienenkorb drauf. Oh, und ich sehe nichts. Ja. Man kann den Kopf auch schütteln und dann geht er schneller weg. So, ich bin jetzt hier. Das Kart fährt auch anders, auf anderem, also verschiedenem Untergrund, also sprich man verliert schneller die Kontrolle auf Rasen etc. Es gibt auch Levels am Strand, im Sand fährt sich das Kart dann auch wieder ganz anders. Ich habe jetzt eine Rakete und der Evangelion, der fährt da vorne so schön. Und ist keiner reingefahren. Oh nein, verkehrte Lenkung. Ich hasse es. Wo ist denn der hier? Finish. Verdammt. Was? Mensch, ey. Hey. Fast hätte das kann es doch nicht sein. Rakete bekommen. Ja, eigentlich wären wir heute zu viert, aber da ist jemand abgesprungen. Schande über den Haupt. Ja. Finde ich auch Schande. Aber es ist ein sehr weit unterschätzter Titel, weil ich sag mal so für 24, okay, hat mal ursprünglich 40 Euro gekostet, da war er natürlich echt, sehr teuer. Da haben wir jetzt schon den Schinken. Und da gab es keinen Multiplayer und dann haben sie es alle zerrissen. Und dann haben sie Multiplayer eingebaut, haben irgendwie den Preis ab und zu immer so 24, jetzt ist er fest auf 24. Und ich sag mal, im Sale kostet das Ding dann halt noch so 17 Euro. Was aber absolut okay ist, weil der Spaß, wenn man halt nur echt mehrere ist. Ey, definitiv, gerade in so einer Community, wenn man dann, ich sag mal, die Punkte, die steigen ja hier auch immer mit jeder Runde und da kann man auch mal ein schönes Turnier machen. Wer wann wie die meisten Punkte zuerst hat oder so. Und dann. Ja, der Mo könnte ja mal so. Der kann auch mal ein Gewinnspiel starten oder sowas. Ja, so Tournament. Anstatt dieses blöde, ich will Follower-Gewinnspiele, ja, hätte doch einfach mal so ein PvP-Farpoint oder via Cards-Duell machen können. Dann hätte ich nämlich ganz sicher das Spiel nicht bekommen. So, da sind so die Herrschaften wieder. So hatte ich ja noch eine faire Chance. Achso, hupen kann man auch noch. Zu den Charakteren, also ihr seht ja schon, der Affe, der war... Ja, hey! Affe ist halt Affe. Und Evangelion, ich glaube, du bist relativ Standard, wa? Hier, warte mal, drück mal meine rein. Ah, verdammt. Was? Affe ist Affe und er ist Standard. Naja, ich sag dazu nichts. Ja, was auch immer dich da geritten hat. Hey! Oder deine Freundin hat vorhin gespielt. Und naja, egal. Nein!
Ach so, die Farben. Oh, lange Leitung. Und jetzt hab ich erst gecheckt. Man kann die Charakter teilweise ein bisschen anpassen. Ja, so gimmicktechnisch beeinflusst jetzt aber nicht das Spiel. Und den Kart auch ein bisschen anpassen von der Farbe her. Ja, aber wie gesagt, auch die Charakter, Mai, die sehen halt farblich oder generell so ein bisschen anders aus, aber wirklich besonders ist es halt auch nicht. Leider. Ja. Aber dafür ist ja der Spielspaß. Ich meine, ich muss ja nicht jemanden sehen. Ja, richtig, hey. Ja. Und ich finde es eigentlich echt so, dieses Gefühl immer, sich dann die Kurve zu legen und dagegen zu lenken auch, den Kart auf der Strecke zu halten, das haben sie schon echt cool gemacht. Gerade wenn man in der Kurve den Boost benutzt. Boah, verdammt, irgendwas hat mich erwischt. Ach, echt, sehr gut. Endlich kann man dich mal einholen. Wie gesagt, man könnte sich auch, also der Reiz des Einholens und so ist halt dann, wäre dann größer natürlich, wenn man jemanden auch sieht, den man mal einholen könnte, falls ihr versteht, was ich meine. Oh nein! Wie viele Spieler können ihr mitspielen eigentlich online? Weiß das jemand? Ich glaube 7. Oh 7. Nein, wie lange geht denn das? Also dieses lilane Ding hat mich jetzt gerade ungefähr alles gekostet. Erster. Ah, Evangelion. Erster. Mhm. Erster. Ja. Wie soll's anders sein? Da, 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 da. So. Auf der Zielgeraden. Bam. Erster Platz, ja, in your face. Nee, Leute, ihr müsst echt noch üben. Ja, das ist halt blöd. So eine rote oder so, die man immer, oder eine grüne, nee, nicht grüne, nicht blaue und rote Schildkröte, die man einfach abschießen konnte, ohne, also bedenkenlos. Das gibt's halt mit diesem Schießen nicht. Da muss halt jemand näher da sein. Jetzt muss ich mal dabei bleiben. Das ärgert mich. Oh, da ist jemand dazu. Ah, kommt. Da ist ja jemand. Ja. Ich wollte sagen, vielleicht kommt ja jemand dazu. Moon, hallo. Oh, kann jemand den Namen lesen? Ich kann den Namen nicht lesen. Affe, lese mal vor. Moonshiner Ripto. Auf jeden Fall, ich sag mal hallo und sag dann noch, cool, dass du da bist. Es gibt sowas toll. Hat jemand, kennt jemand einen guten Witz? So ein Glück. Schön, dass du mitmachst. Alter, ja, ich habe eine ganz andere Bahn gewählt. Ich dachte ja übrigens, dass dieses Flugding, komme ich gerade zufällig drauf, dieses Ultrawings? Wie heißt das? Das Ultra, genau, dass das, weil das sah mit der Waffe so aus, als ob man gegeneinander kämpfen könnte. Das wäre so mega geil, wenn es klappen würde, wenn es funktionieren würde. Ach so, wollen die das machen? Nee, ich glaube nicht, dass es auf dem Plan steht. Aber es wäre voll lustig, aber ich glaube, das wäre auch extrem schwierig, weil Flugzeuge sind ja auch relativ, also auch das langsamste, wenn sich da zwei Flugzeuge begegnen in der Luft. Ja, das denke ich mir auch. So, jetzt sind wir zu viert. Noch mit einem zufälligen Spieler. Das hält mich natürlich schön ab. Das hält mich natürlich nicht ab, Erster zu werden. Ja, aber warum hab ich? Ich wollte dich doch rammen und dabei hab ich mich dann rausgekickt. So, jetzt haben wir es mal Nacht oder Dämmerung. Ich sehe den Mond gar nicht. Doch, Nacht. Seitdem der Moonshine Reno da ist, ist Nacht. Lustig. So, und da haben wir auch schön gemacht hier mit den Lichtern und so. Sieht schon alles sehr cool aus. Aber es könnte, wie gesagt, wie Affenpresser schon meinte, es könnte auch ein bisschen mehr Bewegung noch auf der Bahn sein. Mit Hindernissen oder dergleichen. Ja, weil die Strecke selber ist jetzt nicht herausfordernd. Die ist ja eher träge. Aber nur bei Mario Kart gab es ja auch noch Time Trials. Oder Sprungschanzen wären auch noch richtig geil. Hä? Ich hole mir die ganze Zeit die Dinger und es passiert nichts. Jetzt. Leute, es tut mir echt leid, dass ich hier vorne euch keinen Kampf bieten kann. Aber ich will jetzt auch nicht absichtlich irgendwie. Okay, wir wissen, dass du die ganze Woche trainiert hast, um dich nicht zu blamieren. Ich nicht nein, jetzt bin ich rein. Hintersten Reihe hier fahren. Ist ja immer mein Bestreben, Erster zu werden. Ich glaube, der Moonshiner Reno überholt mich nur deshalb nicht, weil er schon wieder draußen ist. Echt, ich war echt scheiße gerade. Ah, nee, er ist da. Oh, ist jetzt halt eine Mine erwischt? Ich guck mal ein bisschen weiter runter, weil ich habe von meinem Testvideo gesehen und mir angeguckt nochmal und habe gesehen, dass da, wenn man normal schaut, also ich sehe das Display, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, aber ich glaube, im Video ist es abgeschnitten,
Deswegen gucke ich mal so ein bisschen weiter runter, damit der eine oder andere nochmal sehen kann, was da auch auf dem Cockpit los ist. Mal ganz nett anzugucken. Also es gibt ja diesen Warp. Welche Geschwindigkeit man hier fährt. Ja, in dem Warp, ja. Also den, da fahre ich dann durch und bin dann wann, wo, was? Ich check gar nicht, warum ich weiß nicht, also das ist wie so portaltechnisch aufgebaut und du, wenn du das gezogen hast, dann, ich krieg hier hinten, aber hier vorne auch nur Mist. Nichts Lustiges. Ja, ja, vorne kriegt man, das ist aber auch der Standard, du kriegst dann immer nur Scheiße. Das ist, vorne. Das haben sie wirklich von Mario gerade gleich mal abgekupfert. Krieg ja nur. Ja, macht ja auch Sinn. Ich krieg ja nur Zeugs zu was ich euch auf die Piste legen kann. Tatsache. Oh, schon wieder fertig. Mann. Ich werde jetzt mal ein bisschen langsamer fahren, damit hier nochmal ein bisschen Action ist. Ach so, und was wirklich wunderschön ist, Mo, die In-Game-Musik. Ja, die haben sie richtig geil, dafür haben sie die Hälfte der Ressourcen eingesetzt. Also, aber ich finde gerade so diese Anfangsmusik, die erinnert auch sehr an Mario Kart. Ja, total. Das ist ja quasi Mario Kart-Musik. Moonshine Shadow ist auch noch da, wa? So, dann machen wir gleich Erdbeben. Können wir noch ein bisschen chatten hier? Tschüss. Noch ein Rennen. Ja, noch ein Rennen. Ja. Nein, nicht nur noch ein Rennen. Schön, dass nur noch ein Rennen? Ich bin der Ach, hier, der passt zu mir, der Spruch. Das ist gut. Vulkaninsel. Los jetzt! Ah, wir haben einen neuen Herausforderer. Sehr schön. Das war's. Wie, benutzt ihr den Boost? Ja, natürlich immer. Ja. Auch ja, so richtig strategisch? Ja, in den Kurven. Ich wollte es nicht sagen, damit ihr nicht den Vorteil habt, aber ich gewinne ja trotzdem nicht. In den Kurven bringt er dir mehr, angeblich. Ja, ja, klar. So, seid ihr? Boah, ich sehe euch noch nicht. Ja, ja, komm alle. Eva als Erster. Ach, da vorne seid ihr, um Gottes Willen. Boah, hier gleich mal ein Blitzstart hingelegt. Mann, und ich bin abgerutscht. Tschüss. Von der Schultertasche. Ich bin immer noch vor dir, auf jeden Fall. Hey, wir müssen jetzt, Eva, wir müssen jetzt unbedingt dafür sorgen. Weißt du, das Blöde ist der Name, der sagt mich. Jetzt. Dass jetzt, der Mike nicht Erster wird. Jetzt ist es dasselbe wie der Mo. Man muss immer dafür sorgen, dass der Mo der Letzte wird. Egal, auch wenn ich ihn einfach nur aufhalte und ihr Erster werdet. Hauptsache, er wird Letzter. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Surprise, Motherfucker. Ah, nein! Ganz gut. Boah, nur, ich hatte, das ist so unfair. Ich hatte gerade so ein Teil, womit super, man dementsprechend... Super, alle drei haben mich überholt. Es ist ja natürlich so fit. Diese Felder, die alle man hier hat, drei. Die kann man sozusagen auch umpolen. Das sehe ich da nicht. Für mich bleiben die normal, aber für den Rest der Mannschaft ist das dann pures Gift und führt dann gnadenlos zum Motorstopp. Ich halte jetzt hier mal an. Ernsthaft, hättest du nicht den Evangelion mal treffen können? Nein, immer bin ich. Ich chill jetzt hier mal kurz. Hat mir mal kurz aufgeladen. Immer der arme pinke Affen. Ach hier, Moon. Warum halt? Warum yes. Hält er denn an? Evangelion, du wirst... Ah, Mike! Servus, Letzter! Ja. Zack, Rakete! Ab dafür! Oh nein! Nein! Und nochmal schön angequetscht hier. Ah. Schön die Seite. Oh, die Kurve hat's echt in sich hier. Ja, die ist scheiße. Oh, manchmal ist es so lahm, das Game. In diesen blöden Kurven hier. So, aber. So, ich muss jetzt jemand sehen. Ich ziehe jetzt hier einfach an euch vorbei allen. Habt ihr keinen Boost? Warum benutzt ihr euren Boost nicht? Ja, jetzt der ist schon alle. Jetzt bin ich schon wieder ewig. Nein, weg. Manchmal kriegst du ein Fragezeichen, da hast du dann vollen Boost. Das hatte ich aber nicht. Wow. Oh, verdammt. Oh, Mist.
Mach hin. Oh, da kommen sie schon. Leon Gideon hängt mir hier im Nacken. Na komm. Aber der kriegt ja standardmäßig, kriegt der ja eh keine Kurve. Oh, es liegen hier die Spektakelkunden. Gucken wir uns das mal an. Wer fährt als erstes drüber? Ja! Freu dich nicht zu früh, Mike. Bam! Wer ist hier Erster? Wo kommst du hin? Ach so, du hast ein Portal genommen, was? Mit dem blöden Warm. Es ist so krass. Ja, aber ehrlich, fair. Das Spiel gleicht sich aus. Hey Eva, was machst du jetzt da vorne? Ja. Oh, ein Glück, dass du geschrien hast. Ich hätte es sonst nicht gemerkt. So. Hey! Erster Platz hier. Mike. Wow. Oh nein, voll perfekt. Halt den Bomben. Aber eigentlich hätte ich lieber den Mike getroffen. Verstehe gar nicht. Ihr seid alle unfair. Oh nein, da kommt er. Ja, siehst du mich, Nein. Aber ich weiß, dass du die Kurve nicht kriegst und ich krieg die jetzt mal richtig krass. Was? Oh, verdammt, nein. Scheiße. Was, geh weg! Oh Mann, jetzt hat er mir den Weg blockiert. Jawohl. Sag mir, ich krieg die Kurve nicht, er hängt da irgendwo ran. Oh, Ziel gerade. Oh! Was? Nein! Alter! Gerammt, ich bin Letzter! Gott sei Dank. Hey, dieser Bodenschein hat mich noch gerammt. Oh Gott! Ja, ich will nicht über die Ziellinie. Es soll aus sein. Sehr geil. Ja, finished. Super. Danke, Moonshine. Ich schaue ihn noch so böse an. Oh Mann. Und der hat nicht nach hinten geschaut. Ich muss aber sagen, im Video kommt, also klar, die Karts, die fahren schon relativ langsam. Aber im Video ist jetzt schon echt ein bisschen, da kommt es nochmal ein bisschen langsamer rüber, finde ich. Wenn man so mittendrin sitzt und sich auf die Strecke konzentriert und gerade wenn man den Boost benutzt, dann kommt der echt schon Fun rüber. Ich glaube, es macht ein bisschen mehr Fun in der Gruppe als, hast du letztes Mal auch da mitgespielt? Ich weiß gar nicht mehr, was war das, Drive Club? Ah ja, Drive Club. Ja, ja, das war super. Ja. Was meinst du jetzt genau? Na, ich glaube, da macht das hier mehr Bock, weil du nochmal halt diese... Ja, weil du... Klar, da geht es ja nicht ums Auto oder wer schneller oder besser mit dem Auto ist, da geht es einfach nur darum, wie halt im echten Leben Kart fahren halt ist. Ja, richtig. Du willst halt so ein bisschen Wettkampf haben. Wie und im echten Leben weil hier halt, ist halt mal ein paar Raketen abschießen. Nein, das Kartfahren, da ist jeder Wagen gleich, das meine ich. Ja, ja, genau, halt genau. Drauf ja. An, ob du und natürlich ist es mit diesen Fragenzeichen etc. aufgepeppt. Ich bin Dritter von Anfang an. So, wo sind sie? Da sind sie alle. Du hast gerade gewunken. Ach, jetzt hier, geh ihr weg. Ihr könnt doch alle mal hupen. Diesmal werde ich Erster. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ach geil, hier halt die Hupe. Die kann man ja auch nochmal einstellen, da gibt's ein paar. Ja, ja, die Hupe ist witzig. Was? Was war das? Oh, ey, was? Verdammt. Ach, Mensch. Von der Bahn geflogen. Ich sehe da hinten irgendwas Pinkes. Und es gefällt mir nicht. Das ist viel zu auffällig. Es gefällt mir nicht. Es ist, Pink ist viel zu auffällig. Ach, hier gibt es ja zwei verschiedene Wege, habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ah, Evangelion erstmal. Evangelion habe ich schon mal. Aber nicht sehr lange. So, ah, Mist. Oh, jetzt bin ich vorbei, jetzt leidet. Jetzt schnappe ich mir noch da. Oh, was doch immer das ist. Diese Knallbonbon. Oh nein! Hey, oh, toll! Oh, shit. Aber wer ist der andere, der da ins Wasser gefahren ist? Ich? Oder ey, echt? Ich glaube, man muss echt aufpassen, wenn man den Untergrund wechselt von Holz auf Sand zum Beispiel. Am besten mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Genau, da kannst du dich voll verrennen. Tschüss. Boah. Oh, nein! Grüße. Verdammt. Ah. Oh, der ist der. Liebesgrüße aus der Schweiz, oder was? Ja, genau. Ich gebe dir gleich hier Liebesgrüße aus München. Aber so was von auf dem Arsch. Ich warte drauf. Seine Lenkung umdrehen. Ja, sehr geil. Das nervt nämlich total, das Ding.
Aber wieso hat's dich nicht geschafft? Wieso konntest du einfach weiterfahren? Was? Ich hab's bekommen? Warum denn? Nein! So, was soll denn das? Ich hab gerade dasselbe mit dem Evangelion reingehauen, ja? Und war eben chillt weitergefahren. Und ihr cheatet nicht, oder? Nee. Nö. Nee. Ganz klar, kein Cheat. Oh, sehr schön. Hat sie erwischt? Ja, sehr gut. Ah. Perfekt, endlich, hau ab. Ich muss den Mike finden. Mike, ach, komm er. Hier, jetzt kriegst du eine Rakete. Ah, wo ist denn die? Sehr schön. Was? Sehr gut. Hey, ich dachte, er wäre hängen. Was? Ach, du warst schon im Ziel. Ja. Zwei Sekunden waren es jetzt mal. Wieso winkst du da eigentlich? Zwei Sekunden. Wie machst du das? Mit dem Joypad? Nein, du hebst gerade die Hände in die Luft und feierst. Ich nicht. Ich nicht. Also bei mir in der Grafik nicht. Egal. Dann macht wohl jeder sein eigenes Ding hier. Hauptsache, ich habe 190 Punkte und bin noch knapp an dir dran. Warum auch immer ich 190 Punkte habe. So, wo seid ihr? Ich bin bisher richtig. Zack. In der Lobby. Jetzt sind wir noch zu dritt. Nein, da ist er wieder. Moon. Ja, hi Moon. Ui, ich schreibe hi Moon. So. Was ist geiler? Darf ich eigentlich immer die Strecken wählen oder warum nee, ist das so? Ich glaube, jeder, also ich darf auch gerade. Die Mehrheit. Ich denke mal auch. Die Mehrheit siegt. Oh, jetzt ist er weg. Warum ist er weg? Nein. Toll. Was ist das? Dieses Mal krieg ich dich. Achso. Oh. Jetzt kommt schon Moon. Aber egal, der war eh so ein Statist, der ganz hinten ist. So wie ich. Du kannst Nägel und Minen nutzen, um Pickups zu gucken. Ich weiß gar nicht, müssen wir zum Spiel noch irgendwas sagen? Ja, also, wie kaufen. Gesagt, Anti-Aliasing und Subsampling und alles, was du so sagst. Ah, übrigens, da hinten, der Hintergrund. Ja, das hat keine Parallaxe. Hat keine. Ja, hätten wir schon irgendwie eine Parallaxe reinmachen können. Was auch immer. Irgendwann. Wenn wir lang genug dabei sind, werden wir das auch alles verstehen. Oh, Mist, geil. Man darf nicht zu lange nach vorne kommen. Das ist ja unfair, weißt du? Da fährt er in den Graben oder irgendwo und dann poppt er auf einmal auf und behindert mich. Das war ein Ninja-Angriff. Das war einfach nur sau unfair gecheatet. Das ist halt die Waffe passt. Der bestimmt eine Rakete oder so Mist. Nein! Und oh hey! Nein. Warum eigentlich? Hier, wenn jemand anfährt, wenn der Motor kaputt ist, das seht ihr ja relativ selten nur bei mir. Wo denn? Da fährt man echt wirklich sehr, sehr langsam nur noch. Da hat jeder eine Chance, den anderen zu überholen. Aber was ich nicht verstehe ist, ja? Ich rempel euch an, werd weggeschubst. Ihr rempelt mich an, werd weggeschubst. Irgendwie. Das Spiel heißt jetzt nicht, ich werde immer weggeschubst. Was soll denn der Mist jetzt? Ich habe jetzt, glaube ich, der dritte. Oh nee. Der dritte. Reingefallen? Der dritte Bienen. Mann, ich bin so weit weg, dass ich es nicht timen kann. Ich bin so weit weg, dass ich die Scheiße nicht timen kann. So, ich starte nochmal. Oh ey, Evangelion. Die Aufnahme. Ernsthaft? Yes. Zack. Tschüss. So, jetzt hat er nämlich den Bienenstock. Ja, aber der Bienenkopf ist nicht so schlimm. War, das ist schon vorbei. Was? Das ist echt eine kurze. Ja, Runde. Das ist, glaube ich, die Einführungsrunde. Gut, Mike, wir haben beide 200 Punkte. Evangelion, der erste wurde, ist richtig schlecht. Ja, der wird langsam. Ja. Der taut auf. Ja. Das ist langsam, die Kinderrunde. Langsam. Der will uns dann. Im Viertelmeile-Rennen würde uns der sofort schlagen. Ich bin eine Sekunde weg. Affenpresse. Wo ist er? Affenpresse. Ich will mal Affenpresse sagen. Ich weiß gar nicht warum. Affenpresse. Was auch immer. Nochmal an der Stelle einen kurzen Appell. Wenn euch das hier nicht gefällt, dann bitte trotzdem einen Daumen nach oben. Irgendwie das ist ja für einen guten Zweck. Ja, mir ist es egal. Aber für Mo, so weil mehr Däumchen heißt auch bessere Präsenz
überall für ihn. Und das heißt irgendwann auch mal mehr Kohle. Und das heißt für uns alle, wenn er das irgendwann mal hauptberuflich machen könnte, dass wir noch mehr Videos von ihm sehen. Und wie gesagt, da hätten wir eine Win-Win-Win-Situation. Also von daher, Daumen nach oben, abonnieren, ab dafür, glücklich sein. Also du machst wieder Werbetrommel. Ich muss. Ja. Dem Mo, wir können auch dem Mo ist ja nicht mehr zu helfen. Ja, ein Spendenkonto. Ja, oder ein Spendenkonto oder sowas. Wenn jeder 50 Cent zahlt, dann kann er sich alle Spiele leisten. Ich glaube nicht. Monat 50 Cent an den armen Mo? Ja, natürlich. Bei 500 Followern. 50 Cent, das sind 200 Euro. Wir waren vorhin bei 598. Nach diesem Video werden es wahrscheinlich noch 300 sein. Dann hat er bei 50 Cent. Ja, dann sind es halt 150 Euro. Uiuiui. Sind trotzdem genug. Im Monat kommen noch nicht so viel VR-Games raus. Aber der Mo ist sicher so einer, der haut dann alles auf den Kopf. Der geht dann schön saufen mit den 150 Euro. No. Mann, ich bin schon wieder mal. Hab keinen Boost, hab kein Fragezeichen. Der Evangelium schwindet in der Ferne. Ja, jetzt zu dritt ist es, es macht schon wirklich Laune. Ich glaube, hier wäre noch ein bisschen mehr Party los, wenn es jetzt... Oh, ey, wollt ihr mich jetzt rollen? So sieht es uns aus, wenn die verdrehte Lenkung ist. Also sprich, ich lenke nach rechts und fahre nach links und andersrum. Das ist auch echt mies. Gerade wenn man das einem Feind antut, der gerade eh kurz davor ist, in eine Kurve einzuscheren. Und da kommt es natürlich doppelt lustig. Ja, wenigstens habe ich so ein kleines Duell mit Eva. Ja, hier Eva, Servus. Oh. Weil wir beide gleich schlecht sind. Oh, da ist doch das Warp-Ding. Ich guck mal, ob Eva, meine, jetzt bleib meine, halt da, wo willst du hin? Ich guck mal, ob jemand meine Mine mitnimmt hier. Aber du kannst so richtig in der Kurve mit dem Boost das Auto rumreißen. Ja. Ach, ja. Was machst du denn? Ich wollte gucken, ob jemand in meine Mine reinfährt. Wenn ich 20 Sekunden Vorsprung habe. Ach, keine Sorge. Da oben ist ein Heißluftballon. Ja, schau, tolle Parallaxe. Und du bist wahrscheinlich ausgeschlossen. Du bist wahrscheinlich ausgeschlossen bei der nächsten Runde. Bei welcher Runde? Bei unseren jetzt oder was? Definitiv. Oder von Mo. Ich hasse es. Von Mo. Auf Lebzeit. Weil ich gerade dafür sorge, dass er hier ein Spendenkonto eingerichtet bekommt mit 50 Cent pro Monat. Ja, man muss seine Follower doch bezahlen, dachte ich. Nicht umgekehrt. Man muss seine... Oh, jetzt wissen die Evangelion, die kriegt noch. Hey, bin ich Erster? Den hol ich mir. Oh ne, ist noch eine Runde, dann werde ich natürlich noch ein Letzter. Noch eine Runde? Scheiße. Ach, ne, das ist ja super. Letzte Runde. Das ist echt super. Da kann ich ja noch Letzter werden. Achtung, macht mir jetzt bitte Platz da vorne. Das war mal so lustig. Du warst nicht dabei bei dem Drive Cup Sachen. Nee, ich hab's mir nur angeguckt. Ja, das Geilste war, dass der Mo dann immer gesagt hat, ich bin 90% Erster gewesen. Ja, genau. Ja, super. Bringt dir halt nicht so viel. Oh nein, was war das? Diese Runde war ich bestimmt auch 80% Erster. Ah, oh, und ich hab's doch gewusst. Ich hab jetzt übertrieben viel Boost gehabt, also ich kann... Ich weiß, und jetzt fährt er einfach davon. Durchboosten hier. Ist doch klar. Jetzt kommt das Ziel, ich bin am Arsch. Oh. Ah, Alter, die Kurve war ein bisschen fett. Ah, Mist, der kommt da. Yes, 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 komm, nein. Baby! Wärst du reingefahren? Nein, ich hab nicht drauf geachtet. Bitte schnell, Turbo, komm, einmal los, Baby! Scheiße! Nur wegen dieser Scheiß Kurve, ey. Es gibt Kurve, gar nicht. Ja. Und davor hat er noch gesagt, keiner kann durch die Kurve fahren. Fuck. Was? Achso, 220. Ja. Fuck. Warum bin ich überhaupt Erster? Ich check's gar nicht. Was ist ein Evangelion? Keine Ahnung. Du hast einfach das bessere Kart. Eindeutig. Ja, eindeutig. Ja, gut. Ich hab's auch in der Garage schon getuned.
Habt ihr noch nicht? Ah, nein, die Anfänger, weißt du? Das war auch ein Scherz. War ja auch ein Scherz. Ich glaube, man kann es nicht tun, oder? Geht sowas über? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Ja, so. Ja, ein bisschen blöd. Ah, ein Gast. Oh. Ah, der GM8GKW935AD. Ich nenne dich jetzt nur noch Ed. Warte, ich schreibe ihm gleich. Hallo. Ed. Vielleicht schreibt er mal zurück. Ja, das wäre cool. Warte. Toll. Je mehr man motivierende Dinge sagt, desto öfter. Ach nee, schon wieder die Burgfalle. Das war ein super Rennen. War aber echt, das war echt einer der lustigsten bis jetzt. Weil ich erst habe. Lenkung LF? So, seid ihr denn alle da? Evangelion winkt schon. Blitzstarts! Tschüssikowski! Tschüssikowski. Schon. Ah, komm, aber ich hab's nicht erwischt, aber dafür diese scheiß Nägel. Also mich hat, glaube ich, alles gerade erwischt. Was ist denn? Wo bleibt ihr denn alle? Wir müssen echt ein paar mehr, also wir müssen das hier öfters machen. Dass alle irgendwann mal so gut fahren wie ich. Eva, wo bist du? Wir unterwegs. Komme, komme, aber. Eva, du gerade bist außer Sichtweite. Eva habe ich gerade überholt. Oder überrundet in dem Fall. Und da vorne ist schon. Nein. Ja, weil, weißt du, dann fahren auch mehr Leute in diese Scheißdinger rein. Was, ich jetzt schon Final Lap? Weißt du, ja klar bist du im Ziel, das ist ja auch die Billo-Runde, wo überhaupt keine Herausforderung ist. Burgfalle. Jetzt weiß ich, warum du es genommen hast. Evangelion erstmal überrundet. Was? Warum ist das dann immer aus? Ich mach's jetzt mal so. Ich hab jetzt eine Strategie. Bienenschwarmwaffen. Das ist ein Seeblick. Cool. Ich zähle jetzt einfach mal bis 15 und dann fahre ich erst los. Wir haben einen neuen Herausforderer. Warum sind die alle zu blöd, auf die Knöpfe zu drücken? Oder? Weiß ich nicht. Das ist cool. Ich bin der geborene Gewinner. Hallo, sag doch mal was, ey. Ich heb immer die Hände, aber die sieht man nicht. Oh, nee, doch nicht. Ah, guck. Das ist mal kritisch. Wer hat denn diese. Ah, egal. Diese Strecke ausgewählt? Witzig wäre, wenn er unseren Text auch auf Deutsch kriegen würde und aber in Engländer wäre, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd. Nee, ich denke mal schon, da sind sie. Ja, das ist ja eine nette Idee, aber gut, kann man. Hat sie ja gleich mit Händen und Füßen sich bewegen. Und hier, seht ihr das? Seht ihr das? Diese kleinen Funken im in der Luft? Ganz toll. Oh ja, so bin Funken. Ich schon wieder der Letzte. Jetzt bleibt er echt 15 Sekunden stehen, ich kann es nicht glauben. Ah, hier, Ed macht's auch. Ja, Ed macht's aber nicht absichtlich. Hey! Doch, der fährt ganz langsam los. Und das erinnert mich immer an Bowser's Castle. Ja, okay, der macht's aber nicht absichtlich, wie gesagt. Ich roll jetzt los, Leute, ja. Und Ed, ich glaube, Ed. Aber Ed. Versteht er mich? Ed! Bruder? Nee, Ed bleibt stehen. So, jetzt krieg euch. Nee. Du kriegst uns nie mehrmals, ganz sicher nicht. Niemals. Weil das Spiel so. Warte mal. Das Spiel ist so gedacht, dass man nicht aufholen kann. Evangelion Siegschulden. Ja, okay. Der! Ja, der! Der! Ach, da ist er ja schon. Ist cool, wenn du den Schutzschild hast, dass dann die ganzen Geräusche auch so dämpft. Hey! Oh, Mist! Das geht.
gar nicht, das kann ich nicht akzeptieren. So, erstmal kurz ein bisschen Geschwindigkeit. Ein bisschen macht es immer mehr Sinn, doch kurz zu warten, bis so man ein bisschen wieder an die Geschwindigkeit hat. Und dann auch erst den Bus zu nutzen. Ich glaube, dann ist er ein bisschen effektiver. Tschüss. So, jetzt schießen wir noch kurz den. Ach nee, wir schießen ihn gar nicht ab, wir überholen ihn einfach durchs Portal. Was? Ey, so krass unfair. Sehr nice. Sehr nice. Da muss ich mir noch nicht mal die Finger schmutzig machen, weil der mir. Ey, super unfair. Kann denn es sein, dass es ein unfaires Spiel gibt als dieses hier? Hey, das, wo bist du denn, Mike? Das kann's nicht sein, du hast doch alle Cheats an, die es gibt, oder? Ganz geschickt mit einem Boost am Finger und jede Kurve geil genommen und jede Mine ausgewichen. Ich heiz hier wirklich mit weit über 60 die meiste Zeit. Wie geht denn das? Ich komm gar nicht über 60. 50 bei mir immer. Außer ich habe. Hä? Ja, dann gab's ich fahr, also wenn du jetzt den Boost ein paar ein bisschen nutzt, die ganze Zeit lang, dann fährst du auf jeden Fall. Runter? Also ich bin immer noch bei ich knapp 60. Ich bin schon im Evangelion. Ich bin bei knapp 60 jetzt. Ja. Oh, 55. Oh nein, ja. Was? Und das Unfaire ist, er fährt irgendwo auf der Strecke raus und kommt halt einfach vor mir dann irgendwie 20 Meter vor mir wieder durch. Ich hab ein Portal gehabt, und was soll ich ballert tun? Mich ab. Nein, nicht du. Ach so. Er fährt gegen die Wand. Ja. Ja. Viel Spaß. Kriegst gleich die nächste. Was? Wie kann das sein? Wir fahren doch noch. Hey, das ist so unfair, nur weil du mal so schnell. Wie geht denn das? Das macht keinen Spaß. Du musst 20 Sekunden warten. Ja, aber ernsthaft. Ich habe noch ein Rennen geführt mit dem Evangelion, ja. Das war echt knapp. Und was kommt? Der Mike bricht das Rennen ab. Aber eigentlich gibt es auch keine Siegerehrung. Ich mache mal hier ganz kurz eine Abmoderation. Das war VR Cards für Mofan VR. Ohne Motensen. Wir sagen mal an der Stelle bis Densen. Und bis Densen. Und das war Mike für euch und Affenpresse und Evangelion. Tschaußen. Ja. Tschaußen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ein Daumen tschaußen. Hoch noch. Und ach ja, ein Daumen hoch. Definitiv. Ciao. Tschaußen, Tensen und so.